Moin Freunde, Trilogs am Start und heute zu einer weiteren Folge FIFA. Wie ihr wisst, spielt heute um 15.30 Uhr Augsburg gegen Gladbach. Und da ich halt Gladbach-Fan bin, orakeln wir das Ganze auch wieder. Und zwar, so wie ich jetzt wieder spiele, das ist halt auch mein Tipp, wie Augsburg gegen Gladbach spielt. Und ich bin natürlich für Gladbach. Okay, ich mache auch mal Aufstellung. Ich spiele glaube ich 4-4-2 flach. Damit kommt es eigentlich immer gut klar. Skelly ist auch schon da. Mach einfach von Benz bei ihn rein. Hofmann. Ja, warte mal, bin ich doof? Achso, lol. Vielleicht doof. Ich kann noch einmal was gucken. Okay, 5 Minuten natürlich wieder. Okay, rein da. Ich hoffe, ich gewinne das Ganze. Und ihr müsst wissen, ich spiele auch fast gar kein FIFA mehr. Also, dass ich mal so FIFA spiele, das passiert eigentlich nie. Wow, voll geil, Shot. Downshot vor allen Dingen. Ich wollte eigentlich Shot sagen. Liebe Fußballfreunde, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier in der WWK Arena, wo im Moment sehr gutes Wetter herrscht. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Foul. So kann er da nicht hingehen, ist absolut gelbwürdig. Wenige Minuten gespielt. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr gehypt auf FIFA 22 seid. Das heißt, ja, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen. Ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Erhebliche Torentfernung. Ich kann keine Freistöße. Geben. Ich kann einfach keine Freistöße. Er auch wenn der eigentlich voll gut kam. Freistoß. Ich habe noch nie ein freies Tor in FIFA 21 gemacht, weil ich das einfach nicht kann. Jonas Hofmann. Den Zweikampf führt er sehr gut. Es würde mich doch sehr wundern, wenn das hier heute kein Fußballfest würde. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben. Das wird ein Fest. Ja. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. André Hahn. Strobel. Und vorhin, ich bin noch so einer, ich gehe direkt drauf, ja, wenn ich den so Ball bekomme. Also wenn die Gegner so im Ball besetzen, ich gehe mal direkt Frage, auf den Ball drauf. Was machst du da als Trainer? Weil ich einfach Kacke bin. Diesen Abwehrriegel? Und genau darauf bin ich auch aber gespannt. Was heißt Kacke? Ich weiß, bin ich Kacke, aber. Das ist nicht einfach, wenn der Gegner so tief ich steht. Früher übelst gut in FIFA. Ich habe es auch 24-7 gespielt habe. Ach. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Ich glaube, das wird er direkt machen. Gute Distanz. Das ist eine gute Chance zu führen. Kein Tor. Oha. Klasse gemacht. Das war knapp. Florian Neuhaus. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Thomas Kelly. Jetzt schön nach oben passen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. War nicht geplant. André Hahn. Ja, das könnte was werden jetzt. Zieht einfach mal ab. Oha. Und so schön wird Sommer. Das nix. Den hält der Torwart natürlich. Eckball. Sommer ist auch so ein guter Torwart. Ecke kommt rein. Er schießt. Boah, schön geblockt. Gute Tor. Chance. Ja. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Nicht gut. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nico Elvedi. Ginter.
Jonas Hofmann. Dennis Zakaria. Stefan Leiner. Stindl. Oh mein Gott, hat das schön gespielt. Flanke jetzt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Goveleov. Pass auf außen. Einwurf für die Gladbacher. Ah, da wollte ich nicht passen. Ich wollte eigentlich zu Zakaria passen. Und ich wissen, ab der jetzt auch mal einen Sprecher. Daniel Caligiuri. Scheiße. Gibt's hier vielleicht die Chance. Oh, wichtig. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die ich bin aber sehr gut, muss man sagen. Sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Da schicke ich Stindl jetzt. Lars Stindl. Und er geht an ihm vorbei. Ja, es war so dumm. Er geht ganz schön robust da rein. Vielleicht jetzt. Stindl. Warum musst du abgehauen? Schön. Das war nicht so schön, auch weil ich den Ball noch hab. Player. Schöne Drehung. Da hat er nur noch den Tor. Aber kein guter Schuss. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Da hatte ich eigentlich mehr Zeit. Stindl. Jonas Hofmann. Ja. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Also wenn Gladbach jetzt 1-0 hinten liegen würde zur Halbzeit, das wäre jetzt nicht so gut. Ah. Da steht die Abwehr sicher. Spiel läuft im Moment an ihm Hofmann vorbei, lauf, komm. Er kämpft, er will jetzt den Ball. Nein! Oha. Wichtig, dass er da klärt. Framberger. Ah, ja, das wollte ich nicht machen. Aber ich habe ihn natürlich trotzdem. Und da ist der Ball wieder weg. Schön. Guter Vorstoß da jetzt. Lars Stindl. Jonas Hofmann. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Hä? Da stand der Assistent gut. Abseits. Ach Junge. Florian Neuhaus. Im Moment. Ach, ey, das hättest du doch noch pfeifen lassen können, Thierry. Vorne steht 1-0 für Augsburg. Okay, wir müssen jetzt was an der Aufstellung ändern. Okay, mal gucken. Also es könnte Embolo reinkommen. Stendel mache ich mal. Obwohl, warte mal. Mach Zakaria raus, dann mache ich so. Ich spiele so jetzt. Dann mache ich so. Mach Stendel einfach im Mittelfeld, keine Ahnung. Und ja, so spiele ich einfach. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, die Gladbacher mit dem Anstoß. Die Nummer 8, Dennis Zakaria. Neu dabei, die Nummer 36. Embolo jetzt. Plea. Oh mein Gott, was ein Dribbling. Okay, ich will hier auf jeden Fall jetzt schon mal ein Zeichen setzen. Elfmeter. Und jetzt die Ecke. Hä? Junge, der hat mich doch maximal gefoult oder bin ich blind? Erstmal geklärt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Was macht er draus? Ah, ich wollte wieder zurückpassen. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Florian Neuhaus. Stefan Leiner. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Jetzt zieht er in die Mitte.
Da hätte ich passen müssen. So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ich mache aber Druck, das ist gut. Ah. Tobias Strobel. Ich fand Strobel so schnell. Ah, jetzt machen die ein Tor. Doch nicht. Er holt den Ball hier, ganz stark. Oh, wichtig. Tor am Rennen. Halbe Stunde noch. Kann noch mit. Dann ist das Spiel vorbei. Ja, nein. Und damit sind sie am Ball. Wenn es unentschieden stehen sollte, dann mache ich auch Verlängerung. Oder obwohl, nee, das ist ja dumm. Vrel Donald Embolo. Jonas Hoffmann. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Egal, Eckball. Wird Ecke geben. Es wird nochmal richtig knapp. Der Ball kommt rein. Ja, der kommt nicht gut. Da können sie erstmal klären. Nochmal Eckball. Wieder ein Eckball. Jetzt der kommt besser. So, ja. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Da ist die Flanke ins Zentrum. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und jetzt ein Schuss. Tor! Let's go! So wichtig. Absolut richtig erkannt. Oh, so wichtig. Hä, aber Player hat das zwar gemacht? Und dann passieren halt diese Fehler. Das war aber so schön gemacht. Ja, das ist schon bitter. In der Situation den Ball zu verlieren. Warte, war Player noch dran? Das nochmal in der Wiederholung. Da stimmt dann natürlich die Zuordnung nicht mehr. Ich glaube, Player war noch dran. Ausgenutzt und es fällt das Tor. Darf nicht sein. Leute, ja, hä? Und damit alles war auf Player war noch dran. 1:1. Und das war so schön gemacht. Die Nummer 14. Alassane Player. Frühes Pressing. Sie verlieren den Ball. Sehr schön. Oh mein Gott, Digga, das ist so wichtig. Schönes Spiel. 2:1! Spiel gedreht! Oh mein Gott, innerhalb von 5 Minuten oder so. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Alter, so wichtig. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Spiel gerade mies gut. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und 4 Minuten eiskalt. Bruder. Er hat von 4 Minuten Spiel gedreht. Ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Hat sie? Buschi? Vielleicht. Der Angriff könnte was werden. Elfmeter. Das klare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen im Rückstand hinterher und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Es gibt Strafstoß. Und die gelbe Karte. Mach ihn, ja, macht ihn. 3:1. So wichtig. Innerhalb von, keine Ahnung, 8 Minuten 3 Tore. Zu wild. Und hier zeigt er keine Nervenpumpung. Absolut abgeklärt, gut geschossen. 3:1 heißt es also jetzt. Innerhalb von 8 Minuten einfach Spiel gedreht. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Aber Augsburg spielt gerade nicht gut. Könnte jetzt was werden. Und spielt gerade übelst gut. Ein Pass mit viel Auge. Kein Richtig. Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Florian Neuhaus. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Geht vielleicht was für Gladbach. Guter Pass. Da ist die Chance. Sie haben oh mein Gott, Digga. Immerhin. Die Chance bringt kein weiteres Gegentor. Nee, das klatscht nicht ab auf meinen Knie gehauen, wenn man das gehört hat. Neu im Spiel, die Nummer 27, Alfred Finn-Bogesson. Schön dran vorbei. Da ist er vorbei am und 4:1. Brel, Donald, ey, was ich gerade mache, das ist zu schön. Ich habe alles richtig gemacht mit der Ausstellung. Ich schaue noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach zu schön, was ich hier gerade mache. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. 8 Minuten. Auch sehr tolle Stimmung im Stadion. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Ball ist wieder weg. Ich kann jetzt ruhig ein bisschen hinten rumpassen. Nico Elvedi.
komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem eine gute ruhig Stimmung geworden. Ja, nicht mal Pfiffe ruhig hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Da vergeht viel Zeit. Sie kommen einfach nicht an den Ball. Und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. Strobel. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Daniel Caligiuri. Niederlechner. Da ist die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Oh, da wäre das Tor beinahe gefallen. Und da können Sie froh sein, dass Sie diese Szene überstanden haben. Auf der Linie geklärt, aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ah. Super dazwischen gegangen. Ah, nicht. Ja. Schlusspfiff in dieser 4-1 ist mein Endergebnis für Augsburg gegen Gladbach. War eine klasse Leistung. Nice. Also wenn das denn echt passiert, das wäre auf jeden Fall richtig gut. Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann würde ich sagen, haut rein und Peace.